weil wir feststellen, dass die Zahl der Angriffe auf Polizisten in einem besorgniserregenden Umfang zugenommen hat. Polizistinnen und Polizisten halten Tag für Tag den Kopf für uns alle hin. Und deshalb brauchen sie auch die entsprechende Rückendeckung des Gesetzgebers und die geben wir ihnen. In einem Gesetz geht es darum, dass tätliche Angriffe auf Polizisten künftig härter sanktioniert werden. Wir heben den Strafrahmen für solche Angriffe an und insbesondere werden wir künftig auch allgemeine Diensthandlungen erfassen, also etwa Angriffe auf Polizisten auch beim normalen Streifengang. Wir haben in dieser Legislaturperiode im Bereich der Sicherheit wahrlich viel getan. Wir haben die Zahl der Polizisten spürbar aufgestockt. Wir haben die Ausrüstung deutlich verbessert. Ich nenne als Stichwort etwa Bodycams bei der Bundespolizei. Das ist aber nicht ausreichend, wenn wir nicht auch die entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen, damit Polizistinnen und Polizisten ihren Auftrag für unser Gemeinwesen wahrnehmen können. Und das tun wir jetzt unter anderem mit diesem Gesetz. Sie sind ein guter und wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Wir hätten uns mehr gewünscht. Wir hätten uns gewünscht, dass dieser Schutz auch auf andere Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes erstreckt wird. Man denke etwa an Angriffe auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Sozialbehörden, bei Ausländerämtern und Ähnliches. Hier hat der Koalitionspartner nicht mitgezogen. Da haben wir für die Zukunft noch Nachbesserungsbedarf. Aber trotzdem ist dieses Gesetz ein großer Erfolg für die Union, weil es in weiten Teilen die Handschrift von CDU und CSU trägt.